Surya Namaskar. Stehe aufrecht, Füße zusammen, Becken aufrichten, Arme und Schultern entspannen, Rücken strecken, Kinn zeigt zum Schlüsselbein. Nimm beide Hände zum Herzen. Atme ein und öffne dich über die Seiten. Blick zwischen die Handflächen. Ausatmen, über vorne strecken, Kopf und Arm entspannen. Gewicht auf die Hände, einatmen mit dem linken Bein einen großen Ausfallschritt zurück. Oberkörper strecken, Arme und Schultern senken. Ausatmen, Hände aufstützen, rechtes Bein strecken, beide Knie senken, Arme parallel, Brust und Stirn senken. Einatmen, strecken, Brust und Stirn öffnen, Arme bleiben am Körper. Ausatmen, über die Knie, Becken hochziehen, Gewicht gleichmäßig verteilen. Einatmen, linker Fuß zwischen die Hände, Oberkörper und rechter Fuß strecken. Einatmen, linker Fuß zwischen die Hände, rechtes Bein heranziehen, Kopf und Arme entspannen. Einatmen, Arme über die Seiten, Rücken strecken, Blick zwischen die Hände. Ausatmen, Namaste. Nimm einen tiefen Atemzug mit geschlossenen Augen. Einatmen, Arme öffnen, Becken aufrichten. Ausatmen, Rücken und Kopf entspannen. Einatmen, rechtes Bein zurück, Herz und Handflächen öffnen. Ausatmen, linkes Bein strecken, Knie, Brust und Stirn senken. Einatmen, Füße und Oberkörper strecken, Schultern sinken zu den Hüften. Ausatmen, über die Knie, Becken hochziehen. Einatmen, rechtes Bein, Brust öffnen, Schultern senken. Ausatmen, Arme aufstützen, linkes Bein heranziehen. Einatmen, öffnen, strecken. Ausatmen, Hände zum Herzen. Namaste, einen Atemzug. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Namaste, einen Atemzug ruhen. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Hände zum Herzen.
Namaskaram. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Namaste, einen Atemzug ruhen. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Hände zum Herzen. Namaste. Vrikshasana, der Baum. Stehe aufrecht, Füße zusammen. Stütz deine Hände auf und bring deine Fußsohle seitlich auf dein Knie. Es ist wichtig, dass dein Becken dabei geöffnet bleibt. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du deine Hände zum Herzen nehmen oder über den Kopf strecken. Deine Ellenbogen bleiben dabei geöffnet. Fixiere einen Punkt im Raum. Atme sanft. Streck dich mit der nächsten Einatmung, atme aus und komm in die Ausgangslage. Fixiere dein Becken und öffne dein linkes Bein. Nimm die Hände zum Herzen oder über deinen Kopf. Streck dich mit der nächsten Einatmung, atme aus, zurück in die Ausgangslage. Nachspüren. Stehe aufrecht, Füße zusammen. Stütz deine Hände auf und bring deine Fußsohle seitlich auf dein Knie. Es ist wichtig, dass dein Becken dabei geöffnet bleibt. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du deine Hände zum Herzen nehmen. Oder über den Kopf strecken. Deine Ellenbogen bleiben dabei geöffnet. Fixiere einen Punkt im Raum. Atme sanft. Streck dich mit der nächsten Einatmung. Atme aus und komm in die Ausgangslage. Fixiere dein Becken und öffne dein linkes Bein. Nimm die Hände zum Herzen oder über deinen Kopf. Streck dich mit der nächsten Einatmung, atme aus, zurück in die Ausgangslage. Nachspüren. Sirshasana,
Elefantenkopfstand. Setz dich in den japanischen Sitz. Komm nach vorne und halte beide Ellenbogen. Falte die Hände und stütz deinen Kopf an dieser Stelle auf. Leg beide Hände da auf, wo die Ellenbogen waren. Streck vorsichtig die Beine und richte dich Schritt für Schritt auf. Versuche nun, jedes Schienbein einzeln auf den Oberarmen aufzustützen. Wenn es dir einfach fällt, kannst du beide Beine aufstützen und die Fußsohlen zusammenbringen. Wenn nicht, bleibst du dabei, dich an den Druck auf dem Kopf zu gewöhnen und die Beine zu strecken. Bleib solange du dich wohlfühlst und komm dann langsam und kontrolliert herunter. Entspann deinen Kopf, indem du die Stirn auf beide Fäuste legst. Dein Nacken und Rücken entspannen sich mit jeder Ausatmung. Komm dann langsam zurück in den japanischen Sitz. Matsyendrasana, der Drehsitz. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Stell deinen linken Fuß neben dem Knie auf. Ziehe dein Bauch zum Bein. Beweg nun deinen rechten Arm in maximalem Kreis hinter deinen Rücken. Wenn du genug Kraft im Rücken spürst, kannst du deinen rechten Arm aufstützen und die Handfläche öffnen. Bleibe aktiv in der Position, indem du dich mit jeder Einatmung aufrichtest. Stell dir vor, ein Faden zieht dich am Brustbein hoch. Mit jeder Ausatmung lässt du deinen Körper mehr rotieren und geschmeidiger werden. Streck deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung Wirbel für Wirbel aus der Position. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Stell deinen rechten Fuß neben dem Knie auf. Streck nun deinen rechten Arm hinter deinen Rücken. Dein Kopf folgt langsam der Bewegung. Schließ deine Augen und beobachte, wo der Atem hinfließt. Streck nun deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung aus der Position. Paschimottanasana, die Zange. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Streck einatmend deine Arme über den Kopf und ausatmend die Hände zum Herzen. Zieh jetzt deine Beine an, bis die Oberschenkel den Bauch berühren. Halt deine Zehen mit Mittel- und Zeigefinger fest. Atme ein, strecke deinen Rücken und schieb langsam deine Fersen weg. Bleibe dabei in Kontakt mit den Oberschenkeln. Entspanne in der Stellung und lass dein Atem fließen. Schultern und Arme sind entspannt.
Lasse das Gefühl des Heruntersinkens des geraden Oberkörpers entstehen. Strecke Arme und Rücken und richte dich mit der Einatmung wieder auf. Chakrasana, das Rad. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Stell jetzt beide Füße nahe am Gesäß auf. Mach mit den Fingern das Peace-Zeichen und leg deine Fersen zwischen die beiden Finger. Deine Füße sind jetzt in Hüftbreite. Nimm einen tiefen Atemzug und schieb dein Becken Wirbel für Wirbel hoch. Richte deine Schultern danach aus und streck deinen Nacken lang. Atme fließend weiter. Wenn deine Beweglichkeit es erlaubt, schiebst du deine Handflächen mit den Daumen nach außen unter die Hüften. Füße und Knie bleiben dabei in Hüftbreite. Fixiere deine Arme nun wieder auf der Erde und komm vorsichtig Wirbel für Wirbel zurück. Streck deine Beine und öffne die Handflächen. Spüre der Stellung einen Moment nach. Stell jetzt beide Füße nahe am Gesäß auf. Mach mit den Fingern das Peace-Zeichen und leg deine Fersen zwischen die beiden Finger. Deine Füße sind jetzt in Hüftbreite. Nimm einen tiefen Atemzug und schieb dein Becken Wirbel für Wirbel hoch. Richte deine Schultern danach aus und streck deinen Nacken lang. Atme fließend weiter. Wenn deine Beweglichkeit es erlaubt, schiebst du deine Handflächen mit den Daumen nach außen unter die Hüften. Füße und Knie bleiben dabei in Hüftbreite. Fixiere deine Arme nun wieder auf der Erde und komm vorsichtig Wirbel für Wirbel zurück. Streck deine Beine und öffne die Handflächen. Spüre der Stellung einen Moment nach. Relax. Entspanne dich in der Rückenlage. Umarme jetzt beide Beine, der Nacken ist lang. Schließ deine Augen, atme breit in den Rücken und lass ihn mit deiner Vorstellungskraft in die Erde sinken. Shavasana, die Totenstellung, die Schlussentspannung. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Fühle jetzt dein linkes Bein von den Zehen bis zu den Hüften. Heb dein linkes Bein etwas an, sodass du noch einmal alle Muskeln spüren kannst. Entspanne dein Bein wieder mit der nächsten Ausatmung. Vergleiche nun dein linkes Bein mit dem rechten Bein. Fühle jetzt dein rechtes Bein von den Zehen bis zu den Hüften. Streck dein rechtes Bein noch einmal richtig durch, sodass du alle Muskeln gut spüren kannst. Mit der nächsten Ausatmung kannst du beide Beine entspannen und richtig loslassen. Fühle jetzt deine Arme von den Fingern bis zu den Schultern. Heb deine Arme etwas an,
sodass du alle Muskeln noch einmal spüren kannst. Öffne auch deine Finger und zieh sie wieder zusammen. Mit der nächsten Ausatmung kannst du beide Arme entspannen und völlig loslassen. Fühle nun dein Becken und schiebe es Richtung Himmel. Spüre deine gesamte Beckenmuskulatur und öffne deine Vorderseite. Lass dein Becken mit der nächsten Ausatmung in die Erde sinken. Fühl dein Gewicht und lass es völlig los. Fühle deinen gesamten Brustbereich und öffne dein Herz Richtung Himmel. Die Arme bleiben dabei entspannt. Verlagere dein Gewicht auf den Hinterkopf. Fühle die gesamte Rückenmuskulatur bis zum Nacken. Mit der nächsten Ausatmung lässt du deine Schultern in die Erde sinken und gibst dein ganzes Gewicht ab. Roll deinen Kopf noch einmal nach rechts und noch einmal nach links. Komm dann zurück ins Zentrum. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zum Gesicht und spann noch einmal alle Muskeln im Gesicht an. Deine Wangen, Lippen, Augen, Stirn. Entspanne nun dein Gesicht, dein Kiefer, die Zunge, Augen, Augenmuskeln, Stirn, die Kopfhaut, dein Gehirn. Entspanne deine Speiseröhre, Atemwege, alle Organe. Fühle deinen gesamten Körper als eine Einheit und lass nun alle Zellen ruhen. Dein Geist bleibt dabei wach. Thank you.
Komm zurück zu deinem Atem und fühle alle Muskeln. Beweg deine Zehen und Finger. Streck deinen ganzen Körper durch und beatme ihn gleichmäßig. Du kannst dich nun auf die rechte Seite abdrehen und langsam wieder zu dir kommen. Namaskaram.